Hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge von Resident Evil Zero, wo wir uns eher schlecht als recht durch die Gegend hangeln. Ja, jedes Mal, wenn ich denke, es wird jetzt besser, ne, dann brauche ich schon wieder die Lösungshilfe. Aber gut, es war jetzt nur zweimal, dass wir die Lösungshilfe brauchten. Einmal, weil wir einfach die Treppe nicht gesehen haben, weil die Perspektive eben diese Treppe nicht zeigte. Ja, weil wir einfach in diese Ecke nicht gegangen sind. Ja, war Teilfehler mir, Teilfehler vom Spiel. Ja, und die zweite Hilfe, ne, weil wir einfach simpel gesagt was vergessen haben, aufgrund dessen, weil wir es vor 3 Tagen erst schon gespielt haben und die Gamescom dazwischen war. So, stimmt das eigentlich mit den 3 Tagen, überlege ich gerade. Ja, doch, muss stimmen eigentlich. So, also wir spielen jetzt weiter und gucken, dass wir hier. Nee, 4 Tage ist das ja. Ich habe ja Montag ja schon Resident Evil aufgenommen, nicht Dienstag. Dienstag habe ich nichts aufgenommen. So, dann nehmen wir mal den Schlüssel. Ich hoffe, dass sie nimmt. Ja, das ist auch schwer. Der Bossgegner, den haben wir ja schon in der letzten Folge kennengelernt. Und ihr merkt, dass er einiges ansteckt und dass wir ihn vor allem nicht berühren dürfen. Warum auch immer. Er könnte ja jetzt einfach auch Mahlzeit sagen, aber er braucht ja den Schlüssel. Schuss aus der Pampe und 6 Schuss Granatwerfer. Rebecca, are you all right? Yes, thank you. Ach, gerne, Döfchen. Gut, wir haben hier jetzt den Feuerschlüssel. Schluss mit dem Schabernack. Nee, doch, Schabernack. Schabernack wäre noch lustiger gewesen. So. Laden wir nochmal nach. Was er jetzt irgendwie nicht machen will. Ah, nee, falsche Taste. Wie gesagt, ich sehe durchs Mikrofon die Tastatur nicht so gut. Also behalten wir jetzt die Pampe? Das ist eine gute Frage. Warum nicht? Sie hat ja jetzt den Schlüssel. Ausrüsten. Haben wir ganz vergessen, die Pistole auszurüsten. Gut, hätte jetzt auch hier nichts gebracht. Verletzung hat sie witzigerweise keine genommen. Na gut. Warum geht die jetzt so komisch? Ah, weil Shift Hochstelltaste hängt. Ja, okay. So, gehen wir wieder zum Abspeichern. Die Tür jetzt auf einmal her. Spinnig? Ja, das ist, ne? Tja, die habe ich anscheinend auch übersehen. Ablegen. Ja.
haben wir auf jeden Fall das Messer. Und wir brauchen die Speicherbänder. Messer würde partout nicht nehmen. Aha, jetzt. So, dann speichern wir nochmal ab. Die Speicherbänder hier wieder ablegen. Ablegen. Ja. So, wie viele Slots haben wir jetzt frei? Einen einzigen, weil wir den Schlüssel ja verwenden müssen. So, jetzt frage ich mich gerade, wo war die erste Feuertür? Ich schwieße nie mehr. Karte. Es wird auch nicht angezeigt, ne? So, so, genau. Da in die Küche mussten wir rein. Da war eine Feuertür. Das weiß ich. Die andere war, meine ich, oben. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass er tot ist. Der Anlageschlüssel. Warum heißt er nicht Feuerschlüssel? Sind ja auch schließlich Feuertüren, oder? Okay, wir sind in der Küche. Oh, da steht was. Was ist das? Können Sie jetzt nicht tragen? Wieso kann ich das jetzt nicht tragen? Weil ich voll bin. Okay. Aber wozu brauche ich auch den? Das ist Anzünder für Feuerzeuganzünder ist das. Eine große Auswahl an Gewürzen. Einige sind heutzutage eine Seltenheit. Diese Utensilien sind abgenutzt. Ah, Flasche. Ein Kühlschrank. Die Tür ist kaputt und lässt sich nicht öffnen. Kühlschrank. Flasche. Ganz wichtig. Nur Charakter wechseln. Das heißt, wir können noch mehr Molotow-Cocktails machen. Jawohl, ja. Gehen wir auch gleich zur ersten Quelle für Sprit. Das heißt, jetzt können wir die Schleimmonster besiegen. Wir haben jetzt die 6 dafür benötigten Molotow-Cocktails. Hätten wir jetzt gleich. Das ist auch wieder ein großer Fortschritt. Aber wir haben ja noch eine Feuertür. Jetzt lässt sich natürlich vermuten, dass unter der Feuertür dann auch, logischerweise, auch Flaschen sind. Das macht den Namen. Feuertür auch irgendwie einen tieferen Sinn. So, also. Wir müssen. Ah ne, wir haben noch den Slot frei. Okay, cool, cool, cool. Jetzt will er es natürlich wieder mal nicht nehmen. Jetzt. Sehr gut. Dann machen wir kombinieren. So, dann haben wir. Wieso haben wir noch Sprit in der Hand?
Das verstehe ich jetzt nicht. Okay. Muss ich nicht verstehen. Ich habe doch drei Flaschen mit. Normalerweise ergibt das drei Molotow-Cocktails und der Sprit ist weg. Ach, das waren dann sicher 6 Einheiten Sprit. Das macht Sinn. Okay. So, wo war der zweite Feuerschlüssel? Die Tür ist eine Rittertür. Da kommen wir also nicht weiter. Da sind wir noch nicht reingegangen. Macht auch noch keinen Sinn. So, das war eine Rittertür. Das war die Kerzentür. Das weiß ich nicht mehr. Und die hier war komplett verschlossen. Das hier könnte noch eine Feuertür gewesen sein. Das könnte eine Feuertür gewesen sein. Und das hier könnte eine Feuertür gewesen sein. Jetzt weiß ich nicht, welche von beiden es ist. Nee, ich meine, das hier war die Wassertür. Dann ist das die Feuertür. Gut, wir versuchen mal unser Glück, ob wir recht haben. Natürlich ist die 11. Folge fertig gerendert, aber da gucke ich jetzt erst nach der Ende der Aufnahme nach. Ich will nicht schon wieder unterbrechen, dann haben wir ja hier heute nur Unterbrechungsaufnahmen. Feuerzeuganzünder sein soll, das ist mir allerdings auch noch nicht klar. Man könnte damit was verbrennen, ne? Weil ich habe ja ein Feuerzeug. Macht ja theoretisch Sinn. Ting, 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 ting. Umschalten. Vier Muni haben wir nicht mehr. Wo war die Tür? Ah ja. Das Bild ist eine Tür. Da wette ich drum. So, dann gucken wir mal nach. Karte, das war hier und zwar da, die erste rein. Okay. Die zweite war die Rittertür. Sekunde, könnte das sein, dass wir. Ne, da stand eindeutig, es fehlt die Kerze. Also können wir. Kann der Spiritus da nichts machen? Ne, das war die Zeigertür, oder? Ne, das war eine Feuertür. Okay, gut. Jawohl, damit haben wir wieder einen Slot frei. Spooky. Ein Foto von einem Rohbau. Auf dem Foto sieht man ein kuppelförmiges Dach. Dieses Foto zeigt einen ältlichen, in seiner Arbeit vertieften Gelehrten. Die Bücher sind willkürlich angeordnet. Einige sind wohl aus dem Regal genommen worden. Okay. Wird wahrscheinlich einen tieferen Sinn haben, dass man hier auf dem Tisch stehen kann. Die Bücher sind. Was ist hier auf dem Schreibtisch? Ach, da vorne an der Ecke liegt was. Was ist das? Man kann es nicht sehen. Muni! Jawohl, ja! Muni! Gleich mal nachladen. Sehr schön. Da haben wir auch noch Pumpen-Muni. Auch sehr schön. Das heißt ja immer, es kommt ein Gegner. Ach, man kommt hier gar nicht durch. Man muss über den Tisch klettern. Oh, man kann den Tisch auch verschieben. Da könnte sein, dass was drunter ist. Das ist absolut richtig.
oder dass man irgendwo dran kommen muss. Dieser Globus ist äußerst gut gearbeitet, aber so alt, dass er sicher kaputt geht, wenn sie ihn drehen. Dann drehen wir ihn gar nicht. So, das heißt, wir haben jetzt auch für die Pampe wieder Muni. Oh, da ist ein Brief. Vielleicht hilft der uns nochmal weiter. Tagebuch des Vizeleiters. 2. September. Wie üblich völlig unfähige Auszubildende. Wo finden die Zentrale bloß diese Idioten? Allerdings sind diesmal zwei gute dabei. Ich kann also nicht klagen. William und Albert. Aus denen könnte was werden. 25. September. Will, der Denker. L, der Praktiker. Völlige Gegensätze. Und jeder versucht zu beweisen, dass er besser ist als der andere. Beide scheinen rücksichtslos und grausam zu sein. 7. Oktober. Heute rief mich unerwartet der Leiter an. Er will, dass ich die Rivalität zwischen den beiden fördere. Seit dem Bau dieser Ausbildungsstätte hatte Leiter Markus bislang nur Interesse an seiner Forschung. Aber was soll's? Befehl ist Befehl. Ich werde für böses Blut zwischen den beiden sorgen. Okay. Völlig unnötige Information. So, wofür könnte der Tisch sein? Hier ist eine Art... Keine Ahnung, was das sein soll. Da ist ein Schalter. Umlegen? Ja. Das Licht geht an. Juhu. Ist hier was? Halt, da oben ist was. Da oben ist doch was. Da glänzt was. Das hat vorher nicht geglänzt. Okay, das heißt, wir müssen jetzt den Tisch hier ranschieben. Wäre viel lustiger, wenn ich den Tisch schieben müsste, während sie draufsteht, aber... Na, geh runter, du blöde Sau. Ah, Mann, diese Steuerung teilweise. Oh, Mann. So, jetzt schieben. Ja gut, es wäre natürlich einfacher, wenn sie aus dem Weg gehen würde. Nutzlose Co-Operation. Da steht die doch schon wieder. Also das bringt nichts, was ich hier gerade vorhab. Solo. Umschalten. Umschalten. Also. So, und dann... Jetzt dürfte sie nicht hinterherlaufen. So. Jetzt einmal. Nein, nein, nicht schieben. Aha. Einmal rauf. Einmal runter. Und jetzt wieder schieben. Wenn du willst, lieber Computer. Muss ich hier oder noch eins weiter? Ich würde sagen hier. So, dann schalten wir nochmal auf Teammodus und umschalten. Wir haben ja hier auch einen Slot frei, ist also kein Problem. So, wir sind dran. Hier scheint etwas zu sein. Ah, der Zeiger, der fehlte. Jawohl, ja. Das heißt, auch da sind wir wieder einen Schritt weiter. Ja, damit kann man eine geheime Tür auslösen. Ja, das ist richtig. So, jetzt müssen wir nur mal gucken, wie kann man nochmal auf dem Balkon. Ne, stimmt nicht, auf dem Dachboden. Karte. Der Aufzug funktioniert ja nicht mehr. So, wo soll das sein? Da liegt auch noch was. Ah ja, das war der Mikrofilm. Wie kann man hier nochmal auf den Balkon, verdammte Axt? Das war der Aufzug. Muss der Aufzug sein? Ja, ich vermute. Ah ja, okay. Mir fällt es wieder ein, dann müssen wir die Treppe hoch. Das heißt, wir müssen hier wieder rum.
richtigen Tür? Nein. Oh, wir könnten den Mikrofilm mitnehmen, ne? Ja, wir nehmen den mit. Dann brauchen wir hier schon mal nicht mehr lang. Irgendwo standen auch noch Kräuter rum. Der alte Mann hält eine Kerze in der Hand. Dieses Licht führt sie zur wahren Wahrheit. Ja, das hatten wir uns aber auch schon so gedacht, dass wir eine Kerze brauchen, um die Kerze anzuzünden. Oder wie auch immer. Oh, da ist doch eine Kerze drin. Aber oh, wirklich den Feuer? Nein, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ich muss jetzt gerade mal was ausprobieren. So, weil da war ja. Ach, wir sind auch voll. Wieso sind wir auch voll? Ach ja, weil wir diese. Weil wir ja das Zeug noch haben. Okay, wir können es also nicht mitnehmen. Kerze ist abgebrannt. Aha. Also wir brauchen auf jeden Fall eine neue Kerze. Was denn? Ja, du hast keine Bauchschmerzen mehr, hast du doch gestern gesagt. Also sie ist ja einmal erwischt worden, jetzt müssen wir nochmal nach der Lebensenergie gucken. Nein, alles noch in Ordnung. So. Ja. Ich vergesse immer, dass ich verwenden machen muss. Ah, dass ich sie gar nicht, ihn gar nicht benutzen kann. Das habe ich auch vergessen. Verwenden. Ah. Nervt. Ich stehe nicht genug davor, ich weiß. Zeiger bewegen, ja. So, Minutenzeiger drehen, ja. Uhr, meine ich, hätte auf dem Zettel gestanden. Mal, das heißt, die Türen sind aufgeschlossen. So, zwei Türen mehr offen. So. Jetzt wieder schnell über den Krähenhof.
geschafft. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall hier wieder rüber. Hier wieder runter. So, eine Tür war ja auf jeden Fall auf dem großen Flur. So, wo war die zweite Tür? War das die zweite? Nee, das war die Wassertür. Also müssen wir auf jeden Fall jetzt hier nicht rein, sondern müssen rüber. Deshalb die Frage, ob wir vorher nochmal abspeichern gehen. Wir sind ja jetzt eigentlich ein gutes Stück wieder weiter. Ja, blöd, wenn wir das alles neu spielen müssen. Ja, ich würde sagen, wir gehen nochmal abspeichern. Aber wo war die? Die muss ja dann unten gewesen sein. Ah ja, jetzt kommen wir ja an der Stelle, wo die Glibberdinger kommen. Glibberdinger. Wo waren eigentlich die, wo war der Hof, wo noch die zwei Heilkräuter waren? Vielleicht sollten wir die zuerst holen. Glibberdinger. War das hier? Glibberdinger. Ich glaube, ne? Vielleicht sollten wir das zuerst noch machen, die beiden Heilkräuter machen. Bevor wir abspeichern. So. So. Ablegen. Muss erstmal ein bisschen entfernter hier von der Waffe stehen, sonst kriegt ihr das wieder nicht hier geregelt. Hier ablegen. Ja. So. Gucken wir mal auf die Karte. Hier waren die Glibberdinger. Das heißt, hier ist auch jetzt die offene Tür. Das heißt, auf jeden Fall müssen wir hoch. Das war die Dampfstelle. Da war das Feuerwerksbenzin und hier war die Waffe. Das heißt also, das brauchen wir alles nicht. So, das heißt, die, das muss eigentlich der zweite Außenbereich hier sein. Das kann eigentlich nicht anders sein. Da sind wir die Leiter hochgegangen. Nee, das war hier lang. Das war der Außenbereich, der zweite. Okay. Auf jeden Fall müssen wir wieder hoch. So. Dann haben wir die beiden Heilkräuter noch. Speichern wir ab. Als nächstes müssten eigentlich Rittertüren aufgehen. Ja, sind richtig. Yep. Eigentlich sind sie im Topf. Es wird eigentlich falsch dargestellt in der großen Darstellung. Also von daher können die auch nicht verwelken. Es wäre natürlich lustig, ne, wenn diese Heilkräuter eine gewisse Haltbarkeit hätten. Das wäre lustig vom Spiel her. Gebe dem Ganzen nochmal einen zusätzlichen Reiz. Haben die Programmierer einfach so programmiert. Das ja, das wäre auch lustig. So, wir haben auch das Folgenende erreicht. Legen mal hier die Heilkräuter ab. Falls wir nochmal ein rotes finden. So. Schön.
schön. Haben wir einen Garten. Einen Garten, ja. Ist egal, ist ein Innengarten. So, und wir speichern nochmal ab. Sicherheitshalber, damit das, was wir bis jetzt heute geschafft haben, nicht verloren geht. Ich bin gerade ganz happy, dass wir mal eine Folge wirklich problemlos durchgekommen sind. Wieder mal. Ohne rumknobeln. So spielt sich das wieder wie Resident Evil, wie wir es gewohnt sind. Sehr schön. Also, wenn wir noch ablegen, bevor ich es vergesse, mache ich das lieber jetzt noch in der Folge. Und ablegen. Ja. So, umschalten. Das heißt, wir haben noch zwei Slots frei. Dann würde ich sagen, wir legen auch noch das Benzin ab. Das können wir ja hier in der Ecke. Ablegen. Ja. So. Wir könnten eigentlich auch noch das restliche Benzin holen, ne? Das wäre eigentlich auch noch eine Idee. Ah ja, da müssen wir ja jetzt hin. Vergessen. Wir haben auf jeden Fall jetzt genug Molotov-Cocktails, um diesen Schleimdingern auf den Leim zu rücken. Also von daher, das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen wieder zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.